Heißt das, Sie finden mich attraktiv? Aber ja. Würden Sie mit mir schlafen wollen? Ja. Warum tun Sie es denn nicht? Sagen wir, weil ich meine Frau liebe und weil ich meine Ehe nicht aufs Spiel setzen will. Danke sehr. Ich hätte nicht so unhöflich sein dürfen. Nett, dass Sie ihn aufgehoben haben. Kate Miller, reich, verwöhnt und unzufrieden, sucht ein erotisches Abenteuer, aus dem ein mörderischer Albtraum wird. Dressed to Kill. Liz Blake, jung, leichtsinnig und berechnend, sucht auch ein Abenteuer und spielt ein gefährliches Spiel. Dressed to Kill. Was ist? Was denken Sie? Wollen Sie diese Haut nicht berühren? Ja und nein. Ja, weil warum ich... Warum tun Sie es dann nicht? Ich sagte Ihnen schon, warum. Entschuldigung. Hier spricht Bobby. Sie wollen mich ja nicht mehr sehen. Also muss ich es Ihnen auf diesem Wege sagen. Und Doktor, ich bin so unglücklich. Ich bin eine Frau im Körper dieses Mannes. Und Sie wollen mir nicht helfen, da herauszukommen. Hey, was denkst du, wer du bist? Superman? Du bist nur ein Junge, Himmel nochmal. Und diesem Jungen verdankst du zufällig dein Leben. Psychospezialist Brian De Palma drehte seinen bisher besten Film. Mörderisch, erotisch, eiskalt, rasiermesserscharf. Das Entsetzen kommt lautlos. Unerträgliche Spannung hält sie 2 Stunden in Atem und zerrt an ihre Nerven. Hinterhältig und gewalttätig. Dressed to Kill. Angie Dickinson, Michael Caine und Nancy Allen. Regie Brian De Palma.